Moin Leute, hier ist Vinny von MSGamerTV und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise erst ist es ein Let's Test. Wir probieren nämlich das Spiel Hyde zusammen mit Martin, der direkt neben mir sitzt. Ich sag auch hallo. Ja, bei Hyde handelt es sich angeblich um einen Vorgänger von Slender, weil man hier auch irgendwie 5 Notizen sammeln muss. Es ist halt ziemlich verpixelt, aber das heißt ja nicht direkt, dass es schlecht ist. Wir schauen uns das mal jetzt an. So, irgendwie stand in der Steuerung, dass man auch schneller laufen kann. Ja, versuch mal wie bei Slender SRG oder... Geht's? SRG? Oder... Nee, aber... Also... Das ist irgendwie ein Fenster. Nee, das ist... das ist eine Notiz. Ja, dann heb mal auf. So, da ist die Taschenlampe. Jetzt habe ich. Ich weiß gar nicht, muss man die jetzt aufheben? Aber du hast ja gerade die Taschenlampe gesehen und die ist nicht so schön. Also müssen wir erstmal schleunigst weg. Okay. Ja, ich kannte das Spiel noch nicht. Der Vini hat mir das jetzt eben erst erzählt. Und ja, deswegen spielt er auch gerade und ich schaue es mir jetzt mal nur an. Wir werden gleich auch noch Slender hochladen, also beziehungsweise aufnehmen, wann es hochgeladen wird, wissen wir jetzt noch nicht genau. Aber ich denke heute auf jeden Fall noch. Dementsprechend kann ich auch sagen, gleich wird es hochgeladen. Ja, es ist nämlich wieder eine neue Slender-Map rausgekommen, die nennt sich Claustrophobia, glaube ich, Claustrophobia. Und ja, ich habe die Map weder angeguckt, ich weiß also nicht, was mich erwartet. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir dort machen müssen. Und ja, ich kann ja ehrlich schon sagen, ich freue mich drauf auf eine schöne neue Map. Ja, das Schöne hier an dem Spiel ist halt, dass man sich jederzeit eigentlich umdrehen kann, weil am Anfang zumindest ist der Typ ja ziemlich weit weg. Man erkennt direkt anhand dieses hellen Lichtes, dass der ja da hinten ist. Und ja, die Grafik ist jetzt halt ziemlich verpixelt, also halt ein älteres Spiel. Das Veröffentlichungsjahr weiß ich jetzt gar nicht, wann das rauskam. Aber es hat halt schon eine gewisse Ähnlichkeit mit Slender, weil man halt hier irgendwie auch so 5 Seiten suchen soll. So, jetzt glaube ich erstmal entkommen. So, jetzt habe ich gerade rausgefunden, mit der Leertaste duckt man sich. Wahrscheinlich kann man sich dann hinter irgendwelchen Felsen oder so verstecken. Mhm. Jetzt müssen wir nur noch wissen, müssen wir die Notizen auch aufheben wie ein Slender oder müssen wir sie hier nur angucken? Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob man irgendwie mit einer Taste die Steuerung nochmal sich anschauen kann, weil da habe ich jetzt nichts mit aufheben oder nehmen, lesen. Ich habe jetzt nur halt mit WASD läuft man halt. Mit der Taste duckt man sich. Und weitere Steuerungsfunktionen sind mir jetzt nicht bekannt. Was soll das jetzt hier darstellen? Schatten von Bäumen anscheinend. Okay. Glaube ich zumindest nicht. Aber das sind solche Säulen. Wo komme ich jetzt hier nicht durch? So. So, ich glaube, das sollen irgendwelche diese Lichtkegel sein für Flugzeuge, weil die sich ja irgendwie immer so hin und her bewegen. Ja, jetzt stehen wir hier schon vor den ersten kleinen Problemen. Hier ist alles sehr schwer zu erkennen. Das ist schon mal von der Grafik her nicht wirklich gut, aber naja, das heißt ja nicht, dass es direkt ein schlechtes Spiel ist, ne? Wir machen das schön weiter. Man kommt sich so manchmal ein bisschen vor, als würde man sich gar nicht bewegen. So kommt es zumindest mir vor. Bewegen wir uns überhaupt? Ja, das erkennt man schon, wenn man so nach links und rechts schaut. Und halt durch, da die sich die Pixels verändern, jetzt zum Beispiel der Schnee steigt, also wir kommen quasi dem Hügel näher. Also wir steigen gerade wieder hoch, weil die Bäume jetzt wieder erscheinen. Aber ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil dieser Typ ist scheinbar ganz woanders gerade. Obwohl, da war es gerade hell.
Ja, scheint da hinten gewesen zu sein. Also immer weiterlaufen, bloß nicht stehen bleiben. Denn stehen bleiben bedeutet, glaube ich, auch in diesem Spiel ziemlich den Tod. So. Ja, die Bäume scheinen alle ziemlich kahl zu sein, keine Blätter. Ja, es ist ja, denke ich mal, mitten im Winter. Man hört die ganze Zeit das Atmen des Mannes, den wir gerade spielen. Das hört sich so an. Ja, er ist schon ziemlich erschöpft, vielleicht sollte ich ihm doch mal eine Pause gönnen. Jetzt kann er sich erstmal eine schöne Lucky anzünden und ja. Irgendwie komme ich hier nicht weiter. Ja, da. Ne, ich glaube hier ist Ende. Man hört die ganze Zeit ja noch im Hintergrund solche Sirenen. Aber bisher haben wir ja nur eine Notiz gefunden. Beziehungsweise gesehen, wir wissen ja nicht, ob man sie auch direkt aufheben muss. Das wäre natürlich jetzt ein großes Problem, wenn man sie aufheben muss und wir haben sie eben nicht aufgehoben. Dann müssen wir nämlich... Oje, oje, da ist er. Gerade unten am Bildschirmrand wurde es gerade heller. Also heißt das, dass du verfolgt wirst, dass du gerade angestrahlt wirst? Oder? Ja, ich denke mal. Jetzt werde ich aber ein paar Meter erstmal gehen, weil wenn der jetzt plötzlich vor uns steht, dann ist da ja schon, denke ich mal, so ein kleiner Erschreckungseffekt. Nicht so schlimm wie bei Slender, würde ich sagen. Ne? Da erschreckt man sich ja manchmal wirklich extrem. Was halt hier auch nicht vorhanden ist, ist ja so eine Musik quasi die ganze Zeit. Mhm. Man hört zwar die ganze Zeit hier dieses Atmen, aber das ist jetzt, denke ich mal, nicht so das Formgefühl, was einem jetzt Angst machen sollte. Ja, was ich dazu sagen muss, sorry Leute, dass ihr von mir gerade nicht so viel hört, außer ab und zu mal ein weil ich versuche jetzt gerade dieses Spiel kennenzulernen und versuche mich jetzt da reinzufinden und dementsprechend trete ich im Moment auch nicht viel. Der Vini hat das Spiel ja schon mal angespielt und hat mir davon ja schon erzählt und dementsprechend kennt er das Spiel ja auch schon und ich hatte von dem Spiel noch keine Ahnung, deswegen hört ihr mich jetzt im Moment nicht so häufig, also... Also was heißt angespielt? Ich hab's nur mal halt, bin mal reingegangen und bin ein bisschen rumgelaufen. Ich habe jetzt selber auch noch keine Seite gefunden und auch wurde bisher auch noch nicht von dem Typ da geschnappt. Also ich bin halt quasi auch jetzt nicht so auf dem Weg, dass ich das Spiel jetzt schon gut kenne. Quasi sind wir beide jetzt noch unerfahren in diesem Spiel. Neulinge. Genau. Wir wissen nur, dieser Leuchtpegel, der uns verfolgt, da dürfen wir nicht hin. Und soweit ich mich gerade noch erinnern kann, stand ja auf der einen Seite, die wir gerade gefunden haben, 2 von 5. Das heißt, das war scheinbar die zweite Seite. Aber jetzt ist der... Oh, da war er, glaube ich, gerade. Zumindest konnte man den Umriss erkennen. Ja, ist bei diesem Spiel wirklich schwer zu erkennen, wenn du verfolgt wirst und ja. So, ich glaube, da hinten ist die Seite wieder. Aber er kann sich scheinbar auch irgendwie teleportieren, weil gerade stand er noch da hinten. Jetzt steht er auf einmal in der Nähe von dem Haus. Ich würde auch gerne nachher mal eine Aufnahme von Mansions nochmal machen. Ich würde das gerne nochmal probieren. Und die werden wir dann auf jeden Fall auch hochladen, neben Claustrophobia. Und ja, für mich war bisher das Schwierigste und Gruseligste wirklich Mansion. Und dementsprechend möchte ich das auch nochmal probieren. Weil ich will da, ja eigentlich... Da, das muss eine Seite sein. Ja. Ich bin eigentlich keiner, der von so welchen Spielen zum Beispiel gleich 20 Aufnahmen macht oder so. Ich lade mal vielleicht 2, 3 hier mit ein wenig zusammen hoch.
So, man hat sich jetzt quasi die Seite nur angeschaut, also jetzt genommen habe ich es jetzt nicht hoch. Zwei. Das sind zwei. Ah, okay, das war mir jetzt noch nicht bekannt, dass auf einmal mehrere da sind. Das macht die Sache natürlich um einiges schwieriger. Vor allem uns ist jetzt auch noch nicht hier so die Map bekannt, also wo man jetzt überhaupt hinläuft, ob man jetzt hier gerade in so einem Sackgasse läuft. Ja, und die Farbe der Grafiken sind gerade nicht verschieden, also es gibt irgendwie halt den Schnee, die Bäume, den Himmel und die Sterne. Und du wirst ziemlich hartnäckig verfolgt, du solltest bloß nicht stehen bleiben. Na, die Frage ist jetzt nur, laufe ich hier gerade mein Verderben, oder? Obwohl hier oben scheint es ein Gebäude zu sein. Sieht aus wie eine Kirche oder sowas. Mit so einem riesen Kirchenturm, aber... Naja, grafisch gesehen ist das Spiel nix, aber... Ja. Wir wollten es euch halt mal zeigen bisher und... Ja, das hat uns halt neugierig gemacht. Wir wollten es uns halt mal anschauen und... Wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung in diesem Spiel habt, könnt ihr ja gern was in den Kommentaren posten, könnt uns Hinweise geben und... Wenn ihr das doch noch interessant fandet, könnten wir auch noch mal ein Part hochladen. Und ja, da läufst du wieder zurück. Denke ich auch, aber ich weiß gerade echt nicht, wo ich hinlaufen soll. Man denkt halt auch, der Mensch hier, den wir spielen, der hat auch irgendwas, wahrscheinlich ist das Wetter für ihn nicht gerade so gut, dass er sich ziemlich langsam bewegt. Also läuft jetzt... Stapft schwer durch den Schnee. Genau, es kann auch hoher Schnee sein. Jetzt sehe ich auch gerade keinen Verfolger mehr. Also das Spiel kann sich scheinbar ziemlich in die Länge ziehen. Waren wir hier nicht? Eben schon, oder ist das jetzt was Neues? Ich glaube, das hier ist die zweite von fünf. Wir sind im Kreis gelaufen. Ja. Da waren wir doch eben schon, ne? Ja, und schaut sich die Seite irgendwie nur an. Man kann sie nicht aufheben mit der linken Maustaste oder so. Oh je. Ich wurde entdeckt. Ja, du wurdest wirklich ziemlich entdeckt. Jetzt wird's auf einmal rot. Und auf einmal ist Ende. Wir haben 4 von 5 Locations gefunden. Anscheinend waren wir ja wirklich nicht so schlecht. Also, wir hatten bisher von diesem Spiel wirklich keine Ahnung. Wir wussten nicht genau, wo wir hin müssen, was wir machen mussten und ja. Wenn ihr mehr Erfahrung habt, wenn ihr Tipps und Tricks habt für dieses Spiel, dann könnt ihr euch ja mal in den Kommentaren melden, könnt uns ja Anregungen geben, wie wir das dieses Spiel gestalten sollen und ja. Also scheinbar wir sollten wir jetzt, hier steht ja, you found 4 of 5 locations, also 4 of 5, nicht 4 of 5. Ja, 4 of 5 halt, ja, Locations anschauen, also wir sollten jetzt gar nicht diese Seiten da aufheben. Nur so gewisse Orte anschauen. Zu bestimmten Orten halt hinkommen sozusagen. Und deshalb wurden wir jetzt glaube ich auch so schnell geschnappt, weil wir so viele schon hatten. Und dann waren sie halt schnell zur Stelle. Naja. Wir beenden dann jetzt hier die Aufnahme und wir sehen uns dann nachher bei Slender wieder. Also bis dann. Ciao. Ciao.